Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, diese Woche ist was los bei mir. Ich zeige euch nämlich ganz, ganz, ganz viele tolle Produkte, die ich habe von Purish aus Berlin. Die Firma kennt ihr. Ich zeige ja öfter mal was von der Firma. Und die haben einfach, die haben die Black Week. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was die für Angebote rausschmeißen. Diese Mega-Liste setze ich euch in die Videobeschreibung. Also bitte schaut da rein. Ihr könnt jetzt wirklich ganz viel Geld sparen. 30 bis 50%, auch für Nabla. Das ist der Oberhammer. Also wirklich, deswegen mache ich diese Woche mehrere Videos. Immer auf diese Black Week bezogen, immer auf Purish, immer auf bestimmte Marken, weil das ist einfach. Ist einfach der Oberhammer. Ist einfach der Oberhammer. Deswegen kauft gerne bei Pirsch. Die sind super schnell mit der Lieferung. Wie gesagt, die kommen aus Berlin und die haben so tolle Marken. Da kann man auch mal irgendeine andere Marke kennenlernen. Zum Beispiel Ofra oder so. Die sollen ja auch ganz toll sein mit Highlighter. Ja, also das ist die Chance. Und jetzt fange ich an. Ich habe mich schon so ein bisschen vorbereitet. Nicht erschrecken, gleich sehe ich ganz anders aus. Also so ein bisschen ungeschminkter. Ich zeige euch heute nämlich einmal noch diese Palette und noch so ein bisschen andere Sachen. Noch was anderes? Nö, eigentlich gar nicht mehr so viel anderes. Hauptsächlich diese Palette von Das of Color, weil Das of Color ist auch mit auf der Liste und das lohnt sich. Also viel Spaß mit meinem Video, viel Erfolg beim Shoppen und gleich seht ihr mich. Tschüss. Ganz wichtig ist, bevor ich das vergesse, also das läuft so in der Black Week. Der normale Code, den ich sonst habe mit 15%, der ist hinfällig für diese Woche bis zum 29.11. Danach ist alles wieder wie immer. Nur in dieser Woche vom 22. bis 29.11. ist das ein bisschen anders, weil da sind ja schon die ganzen Marken runtergesetzt und da bekommt ihr nicht noch extra einen Code da drauf. Das ist klar. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet, schon mal Dankeschön, aber müsst ihr natürlich nicht. Ihr könnt auch so da einkaufen, da habt ihr keine Nachteile. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann könnt ihr über diesen Link, den ich reingeschrieben habe, sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank an euch alle. Und wenn ihr das nicht möchtet, weil ihr mich nicht mögt oder doof findet oder so, ist auch kein Problem, müsst ihr nicht. Also es wird jetzt für euch nicht teurer oder günstiger, es bleibt sich alles gleich. Nur Purish weiß dann, aha, die kommen von Sharon. Ich bin soweit vorbereitet, habe schon alles Mögliche gemacht. Ich habe schon meine Foundation aufgetragen, die Skin Realist, liebe ich über alles. Dann habe ich, was war denn der zweite Schritt? Das muss ich erstmal überlegen. Meine Lidschattenbase habe ich auch schon aufgetragen. Dann habe ich nacheinander erst den Bronzer aufgetragen. Von Nabla Skin Glazing, natürlich Soft Revenge, meine Lieblingsfarbe. Naja, den anderen finde ich genauso toll. Ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. Und eigentlich hätte ich gerne auch noch die anderen. Absoluter Nabla Skin Glazing Fan. Dann habe ich Lola aufgetragen. Nee, warte mal, als zweites, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, als zweites hatte ich dann natürlich Amnesia, mein absoluter Lieblingshighlighter. Also wenn der alle ist, kaufe ich mir den sofort neu. Aber ich glaube, wir beide werden zusammen alt. Also weil da ist einfach ganz viel drin. Und deswegen ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, weil dieser Kauf hat sich einfach gelohnt, weil ich ihn so liebe. Ich bin meiner Freundin so unendlich dankbar für diesen Tipp. Ganz toll. Ganz toll. Gibt für mich keinen schöneren Ton. Und dann habe ich noch zum Schluss die Lola aufgetragen. Sie hat ja jetzt Konkurrenz bekommen. Ich habe ja noch so eine tolle Farbe. Also ich bin einfach Nabla Skin Glazing hoffnungslos verfallen. Diesen tollen, also ich möchte auch wissen, wie die anderen Töne aussehen, ganz ehrlich. Wirklich, also ja, die Black Week ist halt die Chance, jetzt mal ein bisschen entweder mehr zu kaufen oder sich das mal zu gönnen, weil man da so viel spart. Das ist wirklich Hammer. Es ist echt Hammer. Ich hoffe natürlich, dass ihr da auch noch Produkte bekommt. Also nicht, dass die Leute sich da alle raufstürzen und dann gibt es nachher nichts mehr. Das will ich ja nicht hoffen. Gut.
Was ich euch zeigen möchte, ist nochmal diese Palette. Ich habe, glaube ich, schon ein Schminki damit gedreht. Aber da ja nun gerade Black Week ist und da ihr vielleicht überlegt, kaufe ich sie mir nicht. Ist sie gut? Ist sie nicht gut? Ich empfehle sie euch natürlich, sonst würde ich euch sie ja so gar nicht zeigen oder in einem Flop-Video zeigen. Nein, sie ist wirklich toll. Sie hat allerdings nur matte Töne, das muss man wissen. Aber sie passt. Ich habe auch extra ein passendes Oberteil angezogen. Ich möchte, dass ihr das bitte seht. Extra ein passendes Oberteil und ja, einfach mal eine andere Farbe. Wir haben Black Week und ich bin bunt. Das ist ja total das Wunder. Anstatt jetzt könnte ich endlich mal schwarz tragen, passend zur Black Week. Was mache ich? Trage nur jeden Tag eine andere Farbe. Ja, na gut, bleiben wir bei der Sache und ja, einfach tolle Farben. Die zeige ich euch jetzt auf dem Auge mit Sigma Pinseln. So, ich schaue mal kurz, ich muss mal kurz einen Plan machen. Eigentlich ist das immer gar nicht schwer. Wer es ganz einfach haben will, nimmt einfach eine dunkle Farbe für den Schatten und dann einfach eine hellere Farbe auf dem beweglichen Lid. Einfacher geht es gar nicht. Mascara rauf, fertig. Ganz toll sind ja immer bei diesen matten Tönen, dass sie so unwahrscheinlich jung machen. Matte Lidschatten, die zaubern locker, manchmal 5 bis 10 Jahre, finde ich. Also auf dem Auge auf jeden Fall. Manchmal sieht das aus, wenn ich hier so Glitzer drauf mache, dann sehe ich aus, als wenn ich so ein Alufolienauge habe. Und mit matten Tönen hat man das nicht. Da sieht das immer ganz samtig aus und ganz eben. Und das seht ihr bestimmt dann auch. Also heute ein mattes, jungmachendes Augen-Make-up. So, nun muss ich mich aber endlich mal entscheiden. Ich mache es mir mal ganz einfach. Ich fange mal einfach mit dem hellsten Ton an. Der ist aber auch richtig toll. Also da muss ich noch mal gucken. Naja, die beiden dann nachher weiter unten und den weiß ich gar nicht. Ich könnte auch mit dem anfangen. Ja, ich finde sie alle drei toll und deswegen weiß ich nicht. Ich gehe mal heute in die frische Richtung, ne? Wo ich auch ein frisches Oberteil anhabe, gehe ich in die frische Richtung. Na gut, irgendwann müssen wir anfangen. Also nehme ich jetzt den, da war ich eh schon mit dem Pinsel jetzt gerade drin, ne? Wahnsinnig gut pigmentiert und ganz, ganz vorsichtig reingehen, weil sonst habt ihr sofort, dann müsst ihr Produkt wegschmeißen. Wirklich nur ganz, ganz vorsichtig antupfen. Dann habt ihr einfach mehr von der Palette, weil sonst ist das ja Verschwendung. Und jetzt frische ich einfach nur so ein bisschen mein Augenlid auf. Ihr könnt natürlich auch jeden Tag einfach eine andere Farbe nehmen. Seht ihr immer anders aus. Und habt dann 5 Tage, sind das 5? Ja, nochmal gucken. 5 verschiedene Make-ups, weil eigentlich reicht ja schon so ein Ton hier für die Lidfalte. Braucht man ja gar nicht mehr so viel. Aufgefrischt würde eigentlich schon reichen. Jetzt hier auf dem beweglichen Lid irgendein Farbton. Hier die Lidschattenstifte zum Beispiel. Der hier würde optimal jetzt dazu passen, den Lidschattenstift hier auftragen. Ich werde ja nochmal ein Schminki machen, fällt mir gerade ein. Aber nun habe ich mich ja für die Palette entschieden. Aber wenn man jetzt diesen Lidschattenstift, den gibt es ja auch bei Pure Shine, natürlich, sonst würde ich euch den ja nicht zeigen. Und guck mal, den liebe ich über alles, den habe ich auch echt schon benutzt, deswegen sieht er auch schon so abgeschnuckelt aus. Wenn ich den jetzt auf das bewegliche Lid mache, wäre optimal, bleibt auch den ganzen Tag drauf, gibt es ganz viele verschiedene Töne. Muss ich euch eigentlich auch nochmal zeigen, weil ich habe jetzt 5 oder 6 Stück. Alle Farben und weil die so toll sind, ne? Das ist so, ich muss los, muss mich beeilen, mein Mann wartet, der schimpft schon mal ein bisschen, endlich fertig, hab wieder rumgetrödelt, ne? Wie das so ist und ja, dann muss ich mich ganz schnell fertig machen und das geht halt optimal mit diesen Lidschattenstiften. Und das mische ich ja dann auch mit dem Brightliner vom Make-up Coach. Das geht nämlich super. Okay, also nicht viel quatschen, jetzt gehe ich schon in den Ton rein. Ich möchte euch natürlich so viele Töne wie möglich zeigen. Deswegen versuche ich irgendwie die ganzen Farben jetzt aufs Auge zu bekommen, damit ihr ganz viel seht. Der ist jetzt noch kräftiger, noch schöner, noch frischer. Ich mag super, super gerne so Orangetöne. Ne? Das geht so ein bisschen in die Orange-Richtung. Ist schon knallig, ne? Aber es verliert sich gleich. Man muss ja auch nicht so viel Farbe nehmen. Ich habe vielleicht wahrscheinlich ein bisschen viel genommen. So, jetzt versuche ich das so ein bisschen abzuschwächen mit dem Ton. Dann habe ich euch nämlich auch alle Töne gezeigt. Das ist ein Trick von mir. Ich war wieder zu doll drin, muss abklopfen. Und das mache ich jetzt einfach hier nochmal oben rüber.
Und jetzt sieht das alles schön geschmeidig aus und ein schöner Herbstlook, Sonnenuntergang. Wenn euch das zu doll ist, geht ihr einfach mit dem Bronzerpinsel so ein bisschen darüber. Das mache ich auch ganz oft, wenn ich denke so, oh, hast ja ein bisschen viel Farbe drauf, siehst komisch aus. Dann einfach ein bisschen mit dem Bronzerpinsel abschwächen. Das sind so die Tricks der YouTuber, wenn die Kamera aus ist. So, jetzt muss ich mal den Pinsel wechseln, weil der ist ja so ein bisschen breiter. Jetzt habe ich hier zwei zur Auswahl. Ich nehme den, der dem Schlupfi-Puschel am ähnlichsten sieht. Und das ist der E45. Und jetzt geht's los. Jetzt wird es dunkel. Jetzt nehme ich den ganz dunklen Ton. Und ihr seht schon hier, es rieselt. Ganz vorsichtig rein, nur mit der Spitze. Also ich gehe wirklich, ich drehe den und ziehe den so. Und dann habe ich schon echt genug Farbe. Also das Produkt hält. Mache ich mir hier außen so ein bisschen dunkel, so eine halbe Banane, wie immer. Ich mache ja eigentlich auch fast immer das Gleiche. Und mit so ein ganz klein bisschen Farbe könnt ihr das ganze Auge schminken. Ganz vorsichtig. Nur auf der, könnt ihr es sehen? Ja. Nur die Spitze. Und jetzt der letzte Ton. Und dann muss ich mir was einfallen lassen, weil das bewegliche Lid muss ja auch noch eine Farbe bekommen. Also jetzt erstmal den zweitdunkelsten, auch nur ganz kleines bisschen. Das war auch wieder zu viel. Da gehe ich jetzt praktisch darüber und mache das ein bisschen hier rüber. Den einspielen mit den Tönen. Aber wie gesagt, ihr sollt ja auch nicht fünf Farben auf dem Auge rauf machen, so wie ich. Ich möchte euch nur die Farben zeigen. Also normalerweise mache ich das jetzt auch nicht, dass ich... Ich bleibe meistens so bei zwei oder drei Farben, das reicht dann auch, ne? So aufwendig kann man sich im Alltag ja jetzt nicht wirklich schminken. Also ich habe ja morgens jetzt auch nicht so die Zeit, da fünf Töne auf meinem Auge rauf zu bekommen. Da sehe ich wahrscheinlich auch komisch aus und kann nirgendwo mehr hin. Jetzt wäre eigentlich der passende Zeitpunkt, den Lidschattenstift zu nehmen. Soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Nee, ich mach's nicht. Ich nehme erstmal noch den Ton fürs bewegliche Lid. Das sieht jetzt noch komisch aus. Ich mache jetzt erstmal noch einen Lidstrich, Mascara rauf und dann können wir das erst richtig beurteilen, weil jetzt sehe ich echt komisch aus. Aber man sieht irgendwie immer komisch aus, wenn man kein Mascara drauf hat. Ne? Mascara macht immer so bam, so das ganze Gesicht sieht anders aus. Und jetzt denkt man nur so, was hat sie denn da schon wieder gemacht? So, also wir sehen uns gleich wieder. Gemerkt, dass ich ein bisschen mit dem Lidschatten so weit nach oben gerutscht bin und habe mir dann einfach so einen Q-Tip genommen und habe einfach den ein bisschen nass gemacht und habe den einfach nochmal hier so und nochmal hier hochgeholt, weil ich ein bisschen zu weit nach oben geruschelt bin und das schlägt dann mein Auge so. Ich brauche immer unter der Augenbraue, und das würde ich euch auch empfehlen, ein bisschen Platz lassen, nicht bis zur Augenbraue. Mann, da habe ich ein bisschen Shitmucked und ich habe jetzt gerade überlegt, was mache ich jetzt so für den Abschluss, weil es ist ja jetzt so abgehackt, dadurch, dass ich mit dem Q-Tip dabei war und alles an den Fingern habe. Habe ich gedacht, jetzt nehme ich einfach den Bronzer. Ich mag das einfach zu gerne und ich mache das auch sogar mit dem Finger. Man kann das auch mit einem Pinsel machen, aber warum nehme ich jetzt den? Einfach, weil der ja so einen schönen samtigen, der hat so einen schönen samtigen Look und dadurch bekommt das ganze Augen-Make-up einfach nochmal so einen Gesamtfarbton. So ein Gesamtding. Ich habe jetzt hier noch keinen Mascara drauf. Ich wollte euch das auch nochmal zeigen, was das immer so für ein Unterschied ist, wenn man Mascara drauf hat. Aber auch der Lidstrich und so, das macht natürlich auch immer viel aus. Aber ich habe gedacht, das zeige ich euch jetzt mal. Was ist das für ein Unterschied? Hier sieht es voll merkwürdig aus und hier denkt man so, oh, okay. Geht heute mal. Ja, und dann habe ich ja auch halt diese Farbe genommen. Das ist halt
Ja, ist eigentlich so ähnlich wie der Brightliner, falls ihr den kennt. Das ist ein Lidschattenstift. Der ist wahnsinnig geschmeidig. Man kann sich damit das ganze Auge schminken. Man kann sich damit aber einfach auch nur so einen Lidstrich malen oder hier unten. Oder man kann beides machen oder was auch immer. Damit kann man wirklich so ein bisschen ich sag mal, rumspielen, rumexperimentieren. Der ist sehr, sehr vielseitig und den gibt es in allen möglichen Tönen. Aber nicht in Grün und ich vermisse jetzt irgendwie Grün. Ich finde, findet ihr nicht auch, jetzt fehlt so ein Grün? Ja, ich kann es ja nicht lassen. Ich muss jetzt wieder meine Make-up-Coach-Stifte nehmen. Ich nehme einmal Smaragdgrün von Make-up-Coach. Guck mal, wie klein der ist. Ich benutze den nur. Und ich finde einfach, jetzt brauche ich ein bisschen Grün am Auge. Vielleicht nehmt ihr Blau oder ihr lasst das so, weil ihr das so schön findet. Aber ich muss ein bisschen. Ich bin da einfach so. Ich muss mal so ein klein bisschen Glitzer, brauche ich. Mache ich einfach hier unter auf den Stift und das ist das, was ich meine. Der ist halt so vielseitig, da kann man so ein bisschen herumexperimentieren. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, doch ein bisschen sieht man. So der Abschluss ist halt so grün Glitzer und das finde ich einfach so wunderschön. Und das mache ich jetzt hier oben auch und dann bin ich fertig. Mach über diesen Lidschattenstift einfach grün. So. Jetzt bin ich zufrieden. So, ich mache mal schnell das andere Auge und dann sehen wir uns wieder. Bin ich fertig. Jetzt habe ich mein Grün, ich habe mein Mascara, ich hoffe, richtig aufgetragen. Ich muss ihn immer so ein bisschen ausstreichen, weil es ist zwar mein Lieblingsmascara, aber er ist wirklich ein Raubtier. Manchmal ärgert er mich. Dann macht er nämlich zu viel auf die Wimpern rauf und dann muss ich das so ein bisschen ausstreichen. Er hat echt seine Launen. Aber trotzdem liebe ich ihn, wie das halt so ist, ne? Man liebt auch Menschen mit Fehler. Gut, also, ich bin fertig. Habe euch das nochmal hier drauf gemalt. Das ist der Lidschattenstift alleine und das ist der jetzt halt in Verbindung mit dem Grün. Und ich fand jetzt auf der Hand sah es gar nicht so schön aus. Aber auf dem Auge finde ich, das sieht so richtig schön aus. Grün mit diesen, was ist das für eine Farbe eigentlich? Ja, so bräunlich, rötlich. So ein toller Ton, der super passt. Ja, fertig. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich viel Erfolg, wenn ihr euch was gönnen möchtet. Also macht das ruhig. Ich mache diese mega lange Liste von Purish in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr ganz genau gucken. Es sind wahnsinnig viele Marken. Also guckt da ruhig. Spart euer Geld. Kauft natürlich nichts, was ihr nicht braucht. Aber wenn ihr geplant habt, was zu kaufen, dann finde ich, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, also ich wünsche euch alles, was ihr euch natürlich auch wünscht. Wünsche ich euch auch ganz doll und passt gut auf euch auf, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern von den gestressten, doofen Menschen, die überall lauern. Immer wieder erlebe ich es, egal wo ich bin. Lasst euch nicht ärgern, denkt dann an mich. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ganz wichtig, schaut gerne bei Instagram vorbei. Auch das schreibe ich euch in die Videobeschreibung, weil ganz oft mache ich dann zum Beispiel, ja, wie sieht das abends aus oder was mache ich? Was mache ich gerade so? Mache ich das auch? Ne, aber so Fotos, so zwischendurch einfach mal so Infos für euch, wenn euch das interessiert. Also, Charon 730 da. Bis dann, tschüss.